So, hallo und herzlich willkommen im neuen Jahr und zu einem neuen Video. Wir schauen uns heute die Demo von Patrick's Parabox an. Ist ein Spiel, was schon ein bisschen länger draußen ist, aber ich will wieder ein paar mehr Indie-Spiele zeigen, wie die ganze Zeit schon eigentlich. Aber dann finde ich ein Spiel und spiele es irgendwie auf einmal mehr, aber jetzt nicht mehr. Ich zeige jetzt einfach Spiele und dann ist gut. Wenn es euch gefällt, holt es euch selber. Fazit. Und wir schauen uns heute Patrick's Parabox an. In diesem Spiel sind wir der Typ hier, der wahrscheinlich Patrick heißt. Ich nehme es mal an. Und es ist, ihr könnt es wie Baba is You sehen, so gesehen. Also die Richtung Puzzlespiel. In dem Spiel geht es darum, wir gehen mal ins erste Level. Wir sind der Dude und wir sehen ja eigentlich schon, wir müssen hier hin und die Box muss da drauf. Ja, easy Kinderspiel. Aber nein, das Spiel hat noch einen Twist. Der kommt bald. Aber natürlich müssen wir erstmal hier ziemlich simpel unsere Boxen kurz sortieren. Direkt einen Speedrun machen wir, so gesehen. Die Box muss irgendwie weg von der Wand. Genau, es ist echt sehr, sehr Baba is You, ne? Da konnte man die Sachen ja auch nicht von den Wänden wegschieben. Aber es ist so ein kleines Schiebepuzzlespiel. Aber mit Mechaniken. Und ich glaube, ich sehe es schon hier. Genau. Denn in diesem Spiel gibt es nicht nur diese gelben Blöcke, sondern zum Beispiel diese blauen Blöcke. Und diese können Sachen in sich aufnehmen. Und nicht nur Sachen, also mich auch. Und jetzt bin ich in der Box und kann durch die Box den Block rausschieben und da hochschieben. Und die nehmen nur Sachen auf, wenn sie Wände berühren, die blauen. Soweit ich weiß, genau. Also wenn ich das jetzt hier in die Ecke schiebe, dann kann ich einfach da durchgehen und dann gehe ich hier hin. Und ihr wisst, dass das wahrscheinlich nach 5 Minuten mich so hart überfordern wird. Aber die ersten Level sind ja cool. Dann können wir doch einfach mal gucken. Nur an Wänden werde ich. Also gehe ich jetzt hier rein. Ja. Dann gehe ich hier rein. Gehe einfach hier rüber. Ich mache einfach das, was möglich ist. Immer wenn ich rein kann, gehe ich rein. Das muss da in die Lücke. Genau. So. Hier hoch, da runter, dann so. Und hier hin. Okay. Es ist aber tatsächlich noch nicht die letzte Mechanik. Es kommt noch mehr dazu. Weil das ist ja auf jeden Fall noch zu einfach. Wie, warte mal. Ich muss eins von den beiden doch von der Wand weg. Ich muss die irgendwie auseinanderschieben. Kann ich von hier drin das wegschieben? Ja, ne? Genau, okay. Easy. Kinderspiel. Okay, wir sehen, da ist ein Viereck drin. Hier, hallo. Also müssen wir den da hier reinschieben, dann von der anderen Seite in den Block reingehen und hier das hinschieben. Ich hoffe, euer Kopf brennt schon. Und scheinbar kann man sich, kann das Menü ausgeblendet werden? Oh, man kann sich in Option Gitter anmachen. Das Gitter hilft schon, würde ich sagen. Hätte ich, glaube ich, gerne an. Alle Rätsel freischalten. Ach, guck mal, kann man sogar alles Mögliche einstellen. Ich glaube, die Steuerung da am Rand, die ist halt da. Okay. Wir müssen draußen sein. Drin sein, aber der Block muss draußen sein. Also muss ich eigentlich den Block mitnehmen und dann rausschieben, ne? Genau. Ich verstehe schon. Und jetzt haben wir genug Level gelöst und dürfen wahrscheinlich in den nächsten Bereich. Genau. War ja auch, glaube ich, so ähnlich in Baba is You tatsächlich. Es kommt immer jedes Jahr irgendwie so ein krasses Puzzlespiel raus. Und ich mag ja eigentlich Puzzle. Außer ich fühle mich dann zu lange zu dumm. Das ist mir bei Baba is You tatsächlich passiert. Da habe ich mich so dämlich gefühlt. Und jetzt haben wir gelbe Blöcke. Ah, guck mal, die Steuerung ist jetzt auch weg. Okay. Ich will den gelben, glaube ich, am Rand haben und den blauen hier reinschieben. Weil ich jetzt den blauen hier rausholen kann. Sonst hätte ich die Blöcke nicht aneinander vorbeibekommen. Okay. Wie so eine kleine Pocket-Dimension. Was mache ich hier? Ich muss irgendwie den blauen da reinkriegen, aber ich darf es ja nicht an die Wand schieben. Oh mein Gott. Seid so froh, dass ich cutten kann, sonst würden wir jetzt hier 10 Minuten sitzen, bis ich verstehe, wie das funktioniert. Warte mal. Bin auf. Kann man auch einen Schritt zurück machen? Ich glaube nicht. Doch, mit Viereck. Oh mein Gott, man kann einzelne Schritte zurück machen. Sehr gut. Ich muss doch einfach nur den Jungen da reinschieben. Und ich muss die Boxen einfach beide einzeln erstmal rausschieben. So, und jetzt kann ich die hier wieder rausholen. Und jetzt kann ich es von der anderen Seite schieben. Genau. Okay. Alles Kinderkram. Ich muss am Ende in der grünen Box sein. Also tue ich die dahin, weil die dann am Rand ist.
Und ja, dann kann ich einfach hier hinschieben. Ja, Zombie gewinnt. Genau, ich glaube, hier ist es jetzt. Weil wir haben... Beide Boxen brauchen eine Box in sich. Also muss ich die da reinschieben. Und jetzt schiebe ich das da rein. Wie klein das Grüne ist. Und jetzt gehe ich rein ins Grüne. Hallo. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man diese Boxen so ineinander stacken kann, wie schwer das wird. Das wird so schwer. Das ist hier bestimmt ein Puzzle-Challenge-Raum. Okay, wir haben drei Felder, wo die drauf sein müssen. Wir machen dich runter, tun dich da rein, tun dich wieder hoch, holen dich hier raus. Aber dann schieben wir das zu alt. Oder? Nee, passt. Genau. Okay, die Challenge habe ich geschafft. Die roten sind scheinbar so extra Challenges, die man machen kann. Okay, und was ist das jetzt? Ach, es gibt auch ganze Ebenen, wo man tiefer geht. Und da drin ist nochmal ein Raum. Und in dem Raum ist der gelbe Block, den ich suche. Okay. Einfach ein ganzes Adventure, um den Block hier zu befreien. Oh mein Gott. Ich habe ihn gefunden. Ja. Oh mein Gott. Ah, guck mal, ist ein blauer Raum. Warum? Ich existiere mehrfach. Okay. Aber... Ach so. Das da außen ist dasselbe wie da drin und das da drin ist auch nochmal dasselbe wie da außen. Natürlich. Also kann ich... Wie diese Box schieben? Achso, ja klar. Ich gehe ja erst rein, wenn sie an der Wand ist. Genau. Jetzt kann ich endlich... Also ich bin gerade mit meinem Blick auf der kleinen Box rechts. Aber ich könnte eigentlich auch in die Mitte gucken. Weil der Block bewegt sich ja eh gleich. Ich will unten rausgehen jetzt, genau. Und jetzt kann ich das Level schieben im Level, um hier wieder reinzugehen. Und dann gehen wir wieder da links raus und schieben es nach da. Und jetzt können wir auf das Feld gehen. Oh mein Gott. wir wollen hier hin und das Level soll hoch. Also gehen wir jetzt zack, zack. Wir müssen es aber, glaube ich, noch eins höher schieben, damit wir das erreichen. Und jetzt? Wie komme ich da oben links rein? Ich komme nur raus, wenn ich das noch einmal schiebe. Aber wenn ich das noch einmal schiebe, kann ich ja... Oh mein Gott, ich kann ja dann da reingehen. Ja. So fängt man das neue Jahr gut an. Ja, ansonsten wollte ich ja den Monat ein bisschen mehr Hitman bringen und auch Isaac. Ist auch immer noch geplant, beides. Ich will aber What the Bad vorher auf jeden Fall noch fertig durchspielen. Und im Februar will ich nochmal in den Vacation Simulator zurück, weil da gab es ja ein DLC. Das will ich mir erst angucken. Und von den Entwicklern gibt es noch ein neues Spiel mit so einer Highschool. Das will ich mir auch unbedingt angucken. Ich glaube, das wird das beste VR-Spiel, was ich dann wieder seit längerem gespielt habe. Und ich will irgendwann aber auch 2 Wochen Pause mal machen. Lösen wir erstmal das Rätsel. Erst das Rätsel lösen, dann rede ich weiter. Okay, wir müssen das... Nein, 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 nein. Wir müssen die Box hier reinschieben. Wenn wir das hier runterschieben, können wir die Box da rausschieben und dann können wir die da rüberschieben. Und wenn wir da reingehen, können wir hier hoch. Okay, genau. Easy. Level gelöst. Ich smart. Ja, auf jeden Fall muss ich mir mal 2 Wochen Pause gönnen, weil ich habe zwar immer ab und zu Pause gemacht für Video-Uploads und so, aber es nie so als Pause gesehen, sondern als so, yo, ich habe heute nichts geschafft. Und das dann irgendwie 5 Tage hintereinander. Wo ich einfach nur dann sad war und das ist keine Pause. Deswegen muss ich mir mal gezielt irgendwann eine Pause nehmen, aber ich will immer die ganze Zeit Sachen machen und alle Videospiele sind so cool. Warum sind alle Videospiele so cool? Das geht doch nicht. So, das Level ist ultra easy. Wir machen das, schieben die da rüber und dann schieben wir das da runter und dann gehen wir raus. Ich hab das System verstanden. I am smart. Oh mein Gott, was passiert hier? Wir stellen uns da hin und warten einfach, dass der Block sich von alleine bewegt. Was würde passieren, wenn ich das Level aus dem Level rausschiebe? Irgendwas bestimmt. Ich glaube, ich muss das da hinschieben. Dann kann ich hier rausgehen und das da runterschieben. Und dadurch kann ich den Block jetzt wieder hier reinschieben. Dahin schieben, oben rausgehen. Mhm.
und ihn jetzt hier zur Seite schieben und der Gewinner von allem sein. Ich weiß gar nicht, wie lange die Demo geht, aber es reicht mir, glaube ich, vollkommen, mein Gehirn heute so viel anzustrengen. Nein. Ah, okay. Wir müssen den blauen Block hier missbrauchen, damit wir hier das gegenschieben. Weil sonst würden wir es ja an die Wand schieben und könnten es nicht mehr bewegen. Ja, da. Pow. Das ist cool. Rein rauszoomen. Ich spiele mit Gamepad. Was ist rein rauszoomen auf dem Gamepad? Rein rauszoomen ist irgendwie grau. Hallo? Ah. Aber das war... Das ist Rechtsklick, nicht Linksklick. Aber die Taste leuchtet doch. Also mit Rechtsklick kann ich rauszoomen. Warum ist rein und rauszoomen nicht auf den Controller gebunden? Ich weiß es nicht. Okay. Wie lösen wir das? Wir müssen... Der Grüne hier, der darf an die Wand. Dann müssen wir den hier reinschieben, weil... Hier drinnen haben wir eine Position, wo wir das schieben können und es trotzdem wieder von der Wand wegbringen. Und dann können wir das rausschieben und hier ran. Und dann haben wir dasselbe nochmal in schwer oder so? Wie bei Baba Is You? Irgendwas mit einer Ecke. Hä? Ist das nicht einfach so und fertig? Nee, Quatsch, ich komme doch gar nicht um die Ecke. Oh. Oh mein Gott, ich verstehe es. Ich verstehe es, das ist... Man muss ja um die Ecke denken. Lol. Wir müssen den von oben hier reinschieben. Weil jetzt haben wir diesen kompakten Block und den können wir dann hier so reinschieben. Und jetzt können wir den einfach nach oben schieben. Und jetzt ist das Level gelöst. Okay. Ich verstehe es. Was haben wir hier? Eine ähnliche Aufgabe, aber anders. Ich muss da oben sein, aber ein Block muss unter mir sein. Also muss ich durch den orangen Block einfach. Die beiden sind ein roter Hering. Nein, nicht ganz. Die helfen mir, dass ich den Block hier blocke, damit ich da rein kann, damit ich mir den da hinschieben kann. Genau. Mein Tunnel ist gleichzeitig das, was mir das Level löst. Oh mein Gott, das ist ein Multilevel? Nein. Ich muss einfach nur wieder dasselbe bauen. An irgendeiner Position, wo es am einfachsten ist. Ich würde sagen, hier am Rand. Und jetzt ist das Level eigentlich gelöst. Es müsste eigentlich genau dieselbe Aufgabe sein, wenn ich nicht ganz doof bin. So. Irgendwie habe ich einen Block mehr, oder? Als ich brauche. Warte. Ich will so. Ja, ich glaube, das ist die Lösung. Deswegen war es gerade merkwürdig. Ich will so da rein. Hä, warte, so komme ich ja gar nicht rein. So will ich. Ja, genau. Deswegen hatte ich drei Blöcke. Weil ich ja von unten dagegen muss. Zack, 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 zack. Genau. Ja, Bonuslevel gelöst. Warte mal, da oben war, da war ein Bonuslevel. Ich habe eins übersehen. Okay, wir können das da hinschieben, dann können wir raus, dann können wir das runterschieben. Das ist schön und gut, ja. Nein, doch, ja genau, wir schieben den Block jetzt hier raus und dadurch ist er hier bei uns und dann können wir ihn da runterschieben. Mhm. Perfekt, das Level habe ich nicht gemacht, das habe ich nur gerade gesehen. Wir wollen da sein und da soll ein Block sein. Wir schieben den erstmal da rein. Okay, und wie kriege ich ihn jetzt nach oben? Ah, ich muss selber hier unten rein, damit ich dann hier hoch den schieben kann. Und jetzt muss ich den Block hier unten dran schieben, damit ich dann hier von unten mit rein kann und den dann hier hoch reinschieben kann. Damit ich so mache, wieder umdrehe und den jetzt von hier aus dahin schiebe. Mhm. Ich habe, glaube ich, noch nie so viel hier und da gesagt in dem Video, aber ich hoffe einfach, ihr versteht, was ich denke und wie die Lösungen sind. warum habe ich da so einen ganzen Raum für mich? Wir machen den hier weg. Genau, dann schiebe ich den hier rein. Ist das eine gute Idee? Irgendwie nicht. Wofür habe ich den Raum da rechts? Ich habe irgendwie das Gefühl, den Raum da rechts brauche ich, um irgendwie den orangen Block von der Wand hier wegzukriegen. Ich muss den ja irgendwie nach links schieben. Aber ich komme ja selber nicht rein, wenn ich was reinschiebe, ohne es an eine Wand zu schieben. Doch, komme ich.
Puh. Oh mein Gott, okay, das ist dann die Lösung. Also, ich schieb den hier rein. Dann, wenn ich hier nach unten gehe, bin ich mit da drin. Dann mache ich Platz und schieb den Orangen hier rein. Zack. Dann schieben wir den weg. Und jetzt sind wir hier drin und können beide rausschieben. Genau. Und jetzt ist das Level ja eigentlich gelöst. Schieberätsel, so eine Hölle, ne? Aber es ist super cool und super kreativ und fordert auf jeden Fall. Ich sehe noch nicht, wo ich irgendwas rätseln muss. Doch, jetzt sehe ich. Ich kann nur den dahin schieben. Und dadurch schaffe ich es nicht, den hier nach rechts zu schieben. Okay. Also muss der hier auf jeden Fall zuerst hoch. Ich kann jetzt nicht hier einfach raus und den dadurch wegschieben, ne? Nee. Aber wenn ich hier reingehe, kann ich jetzt hier den so zur Seite schieben. Und den hier nach unten raus. Und dann müsste ich eigentlich alle schon platzieren können. Ja, genau. Ich bin selber immer begeistert, dass ich es überhaupt schaffe, hier zu verstehen, was abgeht. Das Level müsste richtig simpel sein. Muss einfach nur die Blöcke eigentlich rausschieben. So, und jetzt schieben wir den hier unten raus. Und dann kann ich den auch richtig einsortieren. Ja, genau. Das war ein simples Level. Ich habe nicht vorbeigeschoben. Ihr habt vorbeigeschoben. Und ich glaube, wir sind fertig mit der Demo. Danke, dass du die Demo zu Patricks Parabox gespielt hast. In der Vollversion werden nach und nach weitere Mechaniken und rekursive Wendungen enthüllt, wenn du tiefer in das System eintauchst. Insgesamt bieten sie über 350 handgemachte Level oder Rätsel, von denen jedes auf einer neuen Idee beruht. Wenn dir die Demo gefallen hat, die Vollversion ist jetzt zum Kauf erhältlich. Genau, da ist das Spiel, ist am 29. März erschienen, hat schon 99% positive Reviews und sowas. Ich wollte eigentlich gerade kaufen, um es vorzustellen, aber habe ich gesehen, dass es die Demo gibt und das reicht ja für ein kleines Video. Und von den Reviews her, was ich jetzt gerade so durchgelesen habe, scheint es nicht ganz so zu frustrierend zu sein wie Baba is You. Ich weiß nicht, was das Spiel mit Escapists am Hut hat, aber schön. Baba is You ist verständlicher hier. Und falls ihr euch über meine Baba is You Spielzeit wundert, ich habe es auf der Switch nochmal mehr gespielt, aber nicht auf Steam. Ja gut, Leute, dann würde ich sagen, das Video des Jahres ist vorbei. Schade, jetzt 350 Tage Urlaub. Nein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Bis dann, euer Zippelmann.